diese Pokémon. So viel zum Thema, die nerven mich. Oh, jetzt weiß ich, ich hätte irgendwie gerade so gebrochen. Man muss noch ein bisschen... Man sollte das Ding halt einfach gerade halten und dann... Ja, dann passiert's, dann geht's auch besser mit dem Zielen. Ich glaube, das Problem ist, dass viele die Joy-Con wahrscheinlich etwas schief halten und dann verzieht es entsprechend. Ein Trank. Da, das schwarze Ding dort drüben. Das sieht doch aus wie ein Fossil, oder? Bist du bereit, Mauzi? Hopp, hol das Fossil. Miauz. Warum musst du da jetzt kein Stein kommen? Millionen mal die gleichen Pokémon gefangen. Ein Onix. Das nehmen wir. Wir fahren. Level 15 für Nidoran. Rechte Hand. Ich glaube, wir kommen hier eh nie zu Doppelkämpfen. Nein. Und Kukuna Level 9. Onix, das Felsnatter-Pokémon. Es gräbt auf seiner Suche nach Futter mit Irrsinger-Geschwindigkeit lange Tunnel, in denen sich später Dicta einmisten. Okay, ich gehe nochmal zurück. Ich glaube, ich habe irgendwo... Oh, noch ein Onix. Ein winziges Onix. Level 16 und Radfratz Level 13. Ball vergessen. Hier haben wir noch ein Pipi.
Damit wir natürlich nicht die Entwicklung nur fahren, sondern auch das PV. Wieder schief gehalten. Das Fee-Pokémon. Wegen seines reizenden Aussehens und Wesens ist Pipi beliebt, aber man sieht es nur selten, da es anscheinend nicht viele Exemplare gibt. Na los, mach schon. Du schaffst das, Mauzi. Ups, ach gut. Oh, nix ist im Weg. Übrigens immer noch die Superbälle. Ich sollte mal wieder auf die Pokebälle zurückgehen. Und Kukuna erreicht Level 10. Nanu, Kukuna entwickelt sich. Glückwunsch, dein Kukuna wurde zu einem Bibor. Ja. Bibor, das Giftbiene-Pokémon. Es verfügt über insgesamt 3 Giftstacheln. 2 an den Armen und einen am Hinterleib, mit denen es seine Gegner wiederholt angreift. Und du, Nadel. Oh, Chanera. Hä? Hallo. Ah, okay. Habe ich keine Superbälle mehr oder was? Wow. Das mit dem Hin- und Herwackeln ist so eine Sache, ne? Aber ich habe es getan. Nidoran männlich erreicht Level 16 und Radfratz erreicht Level 14. Und Bibo erreicht Level 11. Und Nidoran männlich entwickelt sich. Glückwunsch, dein Nidoran männlich wurde zu einem Nidorino. Nidorino. Das Giftdorn-Pokémon. Das Horn dieses Pokémon sondert im Kampf ein sehr starkes Gift ab, wenn es den Gegner trifft. Ja. Chanera. Das Ei-Pokémon. Chanera ist sehr warmherzig und freundlich. Es kümmert sich liebevoll um verletzte Lebewesen, indem es seine nahrhaften Eier mit ihnen teilt. Okay. So, jetzt fliege ich hier mit Bibor rum. Oder Bibor fliegt, ich laufe ja. Let's go.
Steck deine Nase nicht in die Angelegenheit von Erwachsenen. Gelegenheiten von Erwachsenen? Rüpel von Team Rocket. Überhaupt Wunder, dass Pikachu schon noch mit uns rumläuft. Wir machen weiter mit Absorber. Gerade so ein Absorber-Battle. Nur dass Zubat nicht so viel gewinnt. Also nicht an Energie zurück. Also gewinnt Zubat. Und da sind wir verwirrt. Aber trotzdem schaffen wir es, Absorber einzusetzen. Damit ist der Kampf ja eh beendet. Jetzt bin ich sauer. Na, 252 Pokédollar. Na. Hallo. Halt, stopp, Finger weg. Ich habe diese Fossilien gefunden, also gehören sie auch mir. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Trotzdem willst du kämpfen? Tüftler Miguel. Mit einem Voltoball. Er soll schlafen. Es soll schlafen. Danke. Wir machen weiter mit Absorber. Das schläft und schläft und schläft. Und schläft. Und ist aufgewacht. Na gut, ich glaube, es macht eh nicht so viel Schaden. Dann kann das Ding auch weiter wach bleiben. Jetzt hat auch noch Lichtschild aufgehört. Naja, das passt schon. Magnetillo. Elektro- und Stahltyp. So, da gab es hier den Stahltyp noch nicht, aber es ist nur Elektro.
Wow, wie süß. So, Absorber können wir nicht mehr, dann machen wir Säure. Und das hat keine Wirkung. Ja. Und sonst haben wir nur noch Stachelspur und Schlafpuder. Wir müssen das Pokémon wechseln. Blöd, aber ist halt so. Ich muss, glaube ich, gleich ein Würfler, ich Level 17. Na gut, ich gebe dir eins ab. Das ist gut. Ich muss nämlich kurz gucken, was in den beiden Dingern noch mal drinne war. Ich nehme das Domfossil. Dann, okay. Na schön, teilen wir. Es gibt ein Fossil pro Kopf, aber bloß nicht gierig werden. Ich nehme das hier. Das sieht man ja auch schon an den Dingern. Jo. Das andere ist Helix-Fossil. Stehen geblieben. Dieses Fossil gehört uns, klar? Nee, nee. Wie und wann hast du uns überhaupt überholt, hm? Unverschämtheit. Ich bin Jesse. Und ich bin James. Zusammen sind wir Team Rocket und wir werden uns zurückholen, was wir uns rechtmäßig klauen wollten. Alles klar? Sonst habt ihr nichts... irgendwelche Probleme. Jesse von Team Rocket und James von Team Rocket fordern dich heraus. Jetzt haben wir doch einen Doppelkampf. Smogon und Ritter. Oh, das ist für beide. Das ist gut. Na gut. Wow. Dann drehen wir es jetzt einmal so rum. Immer schön im Wechsel, glaube ich, setzen wir den Doppelkick gerade mal ein. Bis ein Pokémon es erwischt hat. Das wird wohl Rettern sein als erstes.
das war's mit Rettern. Ja, und die Säure wird's jetzt machen. Wie wir hier so ganz gemütlich noch durchkommen. Level 14 für Habitat. Ich glaub das einfach nicht. Ich wurde besiegt von einem Kind. Ja. Mit Pokémon. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Was? Warum? Gut. Ab und an, ne, muss man ja mal spielen mit Pikachu. So, da sind wir angekommen in der Mitte. Ich glaube, jetzt geht's hier nur noch hoch. Und dann sind wir durch den Mondberg gerannt. Hey, wir haben's geschafft. Route 4 verbindet den Mondberg mit Azuria City. Ein Paraheiler. Und 5 Pokebälle. Oh, was hast du gefunden, Biber? Ach, eine Himbeere. Schon wieder mal. Okay, da komme ich von hier wohl nicht hoch. Schutz. Sandan. Wow. Gefangen. Okay, da komme ich erst später hoch. Und dann komme ich auch an der Seite. Noch ein Sandan. Und zwar ein winziges.
Bling, bling. Level 17. Und Level 12 für Bibor. Da, Fangserie. Das ist eigentlich die 5 da unten hinten. Bei dem Pfeil, der nach unten bei Größe geht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh. Da ist noch ein Pokéball. 3 Superbälle. Ja, gut. Ich hatte ja eh keine mehr. Azuria City. Azuria City, umgeben von einer mysteriösen blauen Aura. Jetzt ist wieder alle Leute ansprechen. Du arbeitest an einer Pokémon-Enzyklopädie. Klingt nach einem schönen Zeitvertreib. Die Leute sagen, dass der Mann in dem Haus da Fahrräder aus der ganzen Welt sammelt. Haus des Fahrrad-Maniacs. Wow, das Schild sieht ja geil aus. Nur ein bisschen. Hallo. Ist meine Fahrradsammlung nicht der Hammer? Ich lasse dich nicht mit ihnen fahren und sie stehen auch nicht zum Verkauf, aber du darfst dir sie dir so lange anschauen, wie du willst. Wow. Ich reite gerne auf Pokémon, aber Fahrräder sind auch cool. Ein glänzendes Fahrrad. Es sieht sehr teuer aus. Gefällt dir dieses Fahrrad? Ja. So ein einfaches Fahrrad hat auch was, oder? Dieses Modell war bis vor kurzem voll im Trend und es gab nur eine begrenzte Stückzahl. Der frische... Ja. Okay, alles klar. Ich freue mich zwar immer, seltene Fahrräder zu sehen, aber der Fahrradmaniac ist eine totale Quasselstrippe. Das ist auch der Grund, warum gerade der Text einmal so schnell durchging. Also einfach verdeutlichen, es war einfach nicht zuhören. Und er labert und labert und labert. Ich konnte in diesem Fall einfach nur nicht so schnell durchlesen. Ja? Ja? Brunnen? Meinst du den Brunnen? Der Springbrunnen plätschert vor sich hin. Möchtest du etwas Geld in den Brunnen werfen? Komm, werfen wir einfach alles rein. Platsch. Irgendwie sieht Pikachu ein kleines bisschen glücklicher aus als zuvor. Wir haben ja auch unser ganzes Geld da reingeworfen. Ich gehe mal kurz ins Pokémon Center. Einfach nur, damit ich das Heilen nicht vergesse. So, ich gucke ich mal, ob ich aber wieder mal was an meinem Team ändere. Weil eigentlich würde ich Bieber ja eh nur entwickeln lassen. Gott, das sieht hier chaosmäßig aus. Kann man sich irgendwie sortieren? So, jetzt haben wir die nach dem Level sortiert.